أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Geschwister. إن شاء الله werden wir die nächste Zeit und vielleicht auch für eine längere Zeit uns mit den Weisheiten von Ibn Ataullah al-Iskandari auseinandersetzen. Nur ganz kurz. In der Form wird es so aussehen, dass wir inshallah immer ein, zwei, drei Weisheiten, je nachdem wie lange sie sind, gemeinsam durchgehen, darüber nachdenken, darüber reflektieren. Ich bin immer offen, Anmerkungen eurerseits oder Fragen eurerseits oder Diskussionspunkte eurerseits, dass wir den praktischen Nutzen aus diesen Weisheiten für uns ziehen wollen, indem sie uns eine Grundlage sein sollen dafür, dass wir gemeinsam nachdenken und nachsinnen und über dieses Nachdenken und Nachsinnen eine konstruktivere und fruchtbare Beziehung zu Allah Ta'ala aufbauen, als dass wir sie bisher pflegen. Denn an jeder von uns bedarf es, dass wir uns Allah, dem Erhabenen, mehr nähren. Ganz kurz, damit man das einordnen kann, wer ist denn überhaupt dieser Ibn Ataullah al-Iskandari, der diese Weisheiten geschrieben hat? Ibn Ataullah al-Iskandari, wie sein Name selbst sagt, ist Ahmed bin Muhammad bin Abdul Karim bin Ataullah Tajuddin Abi al-Fadl Ibn Abbas aus Alexandria al-Iskandariya. Also Alexandria heißt auf Arabisch al-Iskandariya und deswegen nennt man ihn auch Ibn Ataullah, der Sohn von Ataullah al-Iskandari. Er war ein malikitischer Rechtsgelehrter, also ein Normwissenschaftler, der malikitischen Rechtsschule gefolgt ist, der sich selbst auch in den sufischen Wegen gesehen hat. Und hier müssen wir ganz kurz den Exkurs machen und erklären, dass Sufismus an dieser Stelle bedeutet, der Frage nachzugehen, wie finde ich meinen Weg zu Gott? Wie baue ich meine Beziehung zu Allah, dem Erhabenen, auf? Und Ibn Ataullah hat sich auch einem sufischen Weg gewidmet, und zwar der Shaziliya. Dem Weg der Shaziliya, die zurückgeht auf einen Sheikh al-Shazili. Und er ist 709 gestorben, Ibn Ataullah. Er gehört zu den ursprünglichen Arabern, die sich damals, als sie sich niedergelassen haben in Alexandria, dort verweilt sind und nicht weitergereist sind. Sein Opa war ein Fiqh-Gelehrter, also ein Normwissenschaftler im Bereich des malikitischen Fiqh. Und er gehört, also Ibn Ataullah, gehört zu den Gelehrten des 7. Jahrhunderts, die großen Einfluss auch auf die Mystik haben. Also die Mystik im Sinne der Frage nachzugehen, wie baue ich meine Beziehung zu Allah Ta'ala auf? Er selbst hat in jungen Jahren angefangen zu lernen. Man weiß nicht genau, wann er geboren worden ist. Das weiß man nicht. Man kennt nur eben sein Todesjahr, 709, nach Hijri, der Hijri-Zeitrechnung. Man weiß nicht genau, wann er geboren worden ist. Aber er hat früh angefangen, sich Wissen anzueignen und hat mehrere Lehrer begleitet. Die Begleitung eines Lehrers müsst ihr euch so vorstellen. Das war früher die gängige Art und Weise, Wissen zu erwerben. Man nennt es auch die Mulasama. Das heißt, man hat sich einen Gelehrten zum Freund genommen oder als Ziehvater und hat ihn begleitet in seinem Leben und nebenher von seinem Leben profitiert. Und einer dieser wichtigsten Lehrer ist Abu Abbas al-Mursa, von dem er auch letztlich zur Shaziliya Tariqa, dem Weg der Shaziliya, also dem Weg der Shaziliten in der Frage nach, wie baue ich eine Beziehung zu Allah Ta'ala auf, nachgegangen ist.
Er kommt aus den ländlicheren Bereichen von Alexandria, hat in Alexandria gelernt, ist dann lange durch Ägypten durchgewandert mit seinem Lehrer oder Lehrern und ist dann letztlich, hat sich in Kairo niedergelassen, wo er dann auch letztlich verstorben ist. Nur ganz kurz noch zur Situation, in der er sich befunden hat, damit man weiß, wie man die Weisheiten einzuordnen hat. Also wir wissen jetzt, er kommt aus der mystischen, in Anführungszeichen, Ebene, also der Ebene, wo es um die Frage geht, wie baue ich eine Beziehung zu Allah Ta'ala auf und was ist der Weg dazu? Jetzt müssen wir aber auch wissen, welcher Zeit hat er gelebt, im Sinne, wie sah diese Welt überhaupt aus, damit wir wissen, wie die Gesellschaft allgemein im groben Querschnitt, wir sagen nicht jede einzelne Person, aber so im groben Querschnitt, was hat, in welchem Zustand befand sich die Gesellschaft, die Ibn Ata'ullah, in der er gelebt hat und mit der er, denen er quasi auch zu seiner Zeit diese Ratschläge gegeben hat. Selbst wenn seine Zeit, seine Ratschläge zu einem großen Teil übertragbar sind auf jede andere Zeit, ist es wichtig zu wissen, in welchem Zeitkontext hat dieser Gelehrte gelebt. Und er war in Ägypten in einer Zeit, nachdem die Ayyubiden Kairo quasi wieder vereint haben und unterschiedliche sektische und uneindeutige religiöse Einflüsse sind vermindert worden. Es gab kaum noch andere Einflüsse, außer die Einflüsse des sunnitischen Islams, auch zurückzuführen auf die Rechtsschulen oder die vier großen Rechtsschulen, die dann sehr stark vertreten waren. Es war zur Zeit der Mamalik und es war keine ruhige Herrschaft. Das heißt, das Land war oder die Ländereien waren nicht politisch stabil, sondern die einzelnen Sultanate haben sich gegenseitig ausgespielt, haben sich gegenseitig angefangen umzubringen. Es ging um Mord, Machtgelüste. Es gab innerpolitisch keine Stabilität und es entstand so ein Zwist oder es entstand so eine Welt zwischen, es gibt das Volk und es gibt die Herrscher. Und die Herrscher, die leben in ihrer Welt und die bringen sich alle gegenseitig um und streiten um Macht, Geld. Und es gibt das Volk, das zu einem großen Teil arm ist und das der reiche Teil des Volkes sind so die Leute, die versuchen, den Herrschern gefällig zu werden, um Gefälligkeiten zu erhalten. Und die Gelehrten haben sich in der Position so gesehen, dass sie der Vermittler zwischen Volk und Herrscher sind und auf der anderen Seite aber auch für beide Seiten immer eine Erinnerung sein wollen. So wissen wir jetzt, in welchem zeitlichen Kontext wir uns befinden und in welcher Welt. Wir wollen jetzt anfangen mit der ersten Weisheit, die er sagt. Er hat ungefähr, das sind ungefähr 254 Weisheiten, die Ibn Ata'ullah geschrieben hat. Die bauen alle mehr oder minder aufeinander auf, dass man sagen kann, es gibt einen Weg von Anfang zu Ende. Es heißt nicht, dass die Weisheiten sich gegenseitig bedingen und dass man sie alle gelesen haben muss, nein. Aber es gibt einen roten Faden, der beginnt mit Erkenntnis und der übergeht zu dem Selbsterkennen und der Beziehung zu Allah Ta'ala am Ende. Die erste Weisheit. Min alamati al-i'timadi ala al-amali nuqsanu al-raja'i 'inda wujudi al-zalali. Ein Zeichen des Sich-Verlassens auf die eigenen Werke ist die Minderung der Hoffnung bei Fehltritten. Ein Zeichen des Sich-Verlassens auf die eigenen Werke ist die Minderung der Hoffnung bei Fehltritten. Und wir wollen mit dieser Weisheit beginnen, indem wir uns einen Ausspruch des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam anschauen. So heißt es in Bukhari 5673, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, überliefert von Abu Huraira, gesagt hat, niemand von euch wird durch die Taten das Paradies betreten. Und die Prophetengefährten, also seine Freunde, fragen ihn, auch nicht du, o Gesandter Allah Ta'alas? Und er, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagt darauf, nicht mal ich.
außer Allah Ta'ala empfängt mich in seiner Gnade und Barmherzigkeit. Das heißt, dieses Hadith sagt uns was? Dieses Hadith sagt uns, dass Handeln und Tun anscheinend nicht der Schlüssel zum Paradies ist. Denn der Prophet Muhammad verneint, dass Handeln oder die Taten der Schlüssel ins Paradies sind. Hier heißt es, nicht die Handlung bringt euch ins Paradies. Und somit heißt es, die Handlung ist nicht der Schlüssel. Und hier sagt der Ibn Ataullah, dass von dem Verlassen auf die eigenen Werke gehört es, dass man Hoffnung verliert bei Fehltritten. Das heißt, jemand verlässt sich auf seine Taten im Widerspruch zu dem Hadith, im Widerspruch in Anführungszeichen, dahingehend, dass er sagt, meine Taten bringen mich ins Paradies. Und jedes Mal, wenn seine Taten weniger werden oder schlecht sind oder Fehltritte sind, erschüttert es ihn komplett und er glaubt, er ist verloren für immer. Ja, aber eigentlich sind das doch positive Eigenschaften, oder nicht? Dass man das Gute tut, dass man sich bemüht, das Gute zu tun. Und wenn man etwas Schlechtes tut, weiß man, hat man die Gewissensgebisse, ah, das war schlecht. Sollen wir das jetzt nicht haben? Nein, so sollen wir die Weisheit nicht verstehen. Wir müssen tiefer in die Weisheit schauen. Es heißt in der Jawharat al-Tawhid, und die Jawharat al-Tawhid ist ein Gedicht, ein Lehrtext über die Glaubensinhalte. In ihr heißt es, فَإِنْ يُثِبْنَا فَبِمَحْدِ الْفَضْلِ وَإِنْ يُعَذِّبْ فَبِمَحْدِ الْعَدْلِ. Und wenn Allah Ta'ala uns belohnt, dann nur durch seine Gnade. Und wenn Allah Ta'ala uns bestraft, dann nur durch seine Gerechtigkeit. Dieser Punkt ist maßgeblich wichtig, um zu verstehen, worum es in dieser Weisheit geht. Es geht darum, dass wir verstehen müssen, woher kommen die Dinge? Woher kommt meine eigene Handlungsmacht? Woher kommt die Möglichkeit, selbst zu wirken, überhaupt her? Woher kommt das? Und da fangen wir an mit der Frage, die Belohnung, die wir bekommen, beispielsweise durch das Paradies, ist diese Belohnung etwas, die uns zusteht aufgrund einer Arbeit? Anders formuliert. Stellen wir uns vor, oder viele von euch arbeiten, und ihr bekommt am Ende des Monats oder in der Mitte des Monats den Lohn für eure Arbeit, die ihr geleistet habt. Dieser Lohn ist daran gebunden, dass ihr eine Leistung erfüllt habt. Hättet ihr nicht gearbeitet, würde euch der jeweilige Lohn nicht zustehen. Arbeitet ihr weniger, heißt das automatisch, der Lohn wird gekürzt. Arbeitet ihr mehr, heißt es, der Lohn wird mehr. Hier gibt es eine Leistung, die man erbringt, und dafür gibt es eine Gegenleistung. So kennen wir das in der Welt. Wir als Menschen kennen das. Okay, eine Leistung hat eine Gegenleistung. Eine Gegenleistung hat eine Leistung. Es gibt immer diese Beziehung von Affekt und Effekt, dass die eine Hand wäscht die andere. So kennen wir das in dieser Welt. So kennen wir das in der Welt, in der wir leben. Aber in unserer Beziehung zu Allah Ta'ala, dem Erhabenen, diese Beziehung ist eine andere. Allah Ta'ala steht außerhalb dieser Schöpfung, denn er hat diese Schöpfung erschaffen. Er ist nur insoweit Teil dieser Schöpfung, als dass er sie erschaffen hat. Aber er ist weder vergänglich, noch lebt er in dieser, noch ist er, also noch lebt er unter uns, in Anführungszeichen, Astaghfirullah, sondern er existiert außerhalb dieser Schöpfung. Das ist ein Aqida-Thema, oder in der Kalamwissenschaft, darüber müssen wir jetzt nicht tief eingehen, aber es geht darum, Allah hat diese Welt erschaffen. Er ist der Schöpfer dieser Welt. In dem Moment, wo er der Schöpfer dieser Welt ist,
sind die Angelegenheiten in den Händen von Allah Ta'ala. Sind die Angelegenheiten abhängig von der vom Willen und der Entscheidungsmacht Allah Ta'alas. Und deswegen können wir die Beziehung zu Allah Ta'ala nicht auf sowas herunterbrechen wie diese Beziehung zwischen Menschen. Ich tue was Gutes für Allah Ta'ala und dann muss Allah Ta'ala mir was geben. Das würde nämlich voraussetzen, dass ich und Allah Ta'ala auf derselben Ebene stehen. Aber Allah Ta'ala steht über uns. Er hat uns erschaffen, er hat uns die Gnade gegeben und er hat uns alles zugänglich gemacht. All das, was wir hier haben vor uns, all das, was wir sehen, all den Nutzen, den wir im Moment haben, die Gnaden, in denen wir uns befinden, die sind abhängig davon, dass Allah Ta'ala sie uns möglich gemacht hat, weil alles ist in seiner Hand. Wenn nun aber alles in seiner Hand ist und alles absolut von ihm abhängt, bedeutet das am Ende auch, dass er über uns steht. Und in dem Moment können wir keine Beziehung mit ihm angehen, ich tue was für dich, du tust was für mich. Die eine Hand wäscht die andere. Wer bin ich als Mensch, dass ich mich auf die Stufe mit Allah Ta'ala setze? Und das ist es, was der Autor meint mit ein Zeichen des Verlassens auf die eigenen Werke. Das Verlassen auf die eigenen Werke beinhaltet zu sagen, ey, ich habe was getan, dafür bekomme ich was. Es steht mir zu. Nicht nur, ich bekomme etwas, sondern ich kann auch die Hoffnung haben, etwas zu bekommen. Das ist etwas anderes. Aber hier zu glauben, man habe den Anspruch, etwas zu bekommen. Ich habe etwas getan für Allah Ta'ala, ich habe gebetet, also Allah Ta'ala, ja, tu was für mich. Wir sind, die Beziehung zwischen Mensch und Allah Ta'ala ist eine Hierarchie. Er ist der Schöpfer, er ist die Allmacht, er ist der, der alles gibt und wir sind die, die ihn bedürfen. Wir sind von ihm abhängig. Allah Ta'ala ist unabhängig und ewig reich und wir sind arm in der Bedürftigkeit ihm gegenüber. Und deswegen ist das die Gefolgsamkeit gegenüber Allah Ta'ala kein Geschenk an Allah Ta'ala. Keine Tat, von der Allah Ta'ala etwas gewinnt. Und deswegen sagt Allah Ta'ala ja auch immer, dass die Macht Allah Ta'alas nicht zunimmt, ob wir an ihn glauben oder nicht, ob wir Gutes tun für ihn oder nicht. Die Macht und Allah Ta'ala steht alleine. Er ist nicht abhängig von uns, ob ich jetzt dran glaube oder nicht. Allah Ta'ala ist existent, ewig existent, immer da und hat die Welt und bestimmt den Verlauf dieser Welt. Und durch seine Bestimmung geschieht sein Wille so, wie er es vorsieht. Und dazu mal eine Geschichte. Es gab ein Hausmädchen im Haus eines reichen Händlers. Und eines Abends steht der reiche Händler des Nachts auf, um sich Wasser zu holen. Und während er die Treppe hinuntergeht, bekommt er mit, wie das Hausmädchen betet. Und er sagt, Mashallah, sehr schön, wie das Hausmädchen betet. Und auf einmal hört er, wie das Mädchen im Sujud, also das Hausmädchen mit Mädchen, mit Hausmädchen, das meinen wir nicht verringern, sondern sie arbeitet als Hausmädchen, als Hausfrau, als Aushilfe in diesem Haushalt. Und in der Dua sagt die Frau, O Allah, ich bitte dich durch deine Liebe mir gegenüber, dass du mir hilfst, dass du mir die Gesundheit schenkst, dass du mir von deinen Gnaden schenkst, dass du mich beschützt. Und der Mann sagt, was ist das für eine Dua? O Allah, bei deiner Liebe zu mir? Und sagt, ich warte, bis sie fertig ist, dann frage ich sie. Und das Mädchen beendet ihr Gebet und der Mann sagt, Mashallah, schön, wie du abends betest. Es ist sehr schön, wie du dich Allah Ta'ala zuwendest. Aber was ist das für eine Dua, die ich da gehört habe? Das habe ich noch nie gehört, dass jemand sagt, O Allah, bei deiner Liebe zu mir. Und dann sagt das Hausmädchen, mein Herr, also mein Herr im Sinne von mein Arbeitgeber dort, wenn Allah Ta'ala mich nicht lieben würde, dann hätte er mir doch gar nicht die Möglichkeit gegeben, des Nachts aufzustehen, um ihn anzubeten.
Wenn Allah Ta'ala mich also nicht lieben würde, würde ich nicht zwischen seinen Händen stehen und ihn anbieten können. Schaut mal die Erkenntnis dieser weisen Person, dass sie sagt, Allah Ta'ala gibt mir die Möglichkeit, dass ich ihm dienen kann. Und weil Allah Ta'ala mir diese Möglichkeit gibt, ihm zu dienen, betrachte ich das als ein Zeichen seiner Liebe mir gegenüber. Das heißt zu verstehen, alles, was wir tun, tun wir nur oder können wir nur tun, weil Allah Ta'ala es uns erlaubt. Weil Allah Ta'ala uns die Erlaubnis dafür gibt. Jetzt mag jemand sagen, aber Moment mal, Allah Ta'ala sagt im Koran, in Surat al-Nahl, in Vers 32, Udkhulu al-Jannata bima kuntum ta'amalun, und betretet das Paradies durch das, was ihr getan habt. Ja, Moment mal, im Hadith eben haben wir noch gehört, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, niemand kommt durch seine Taten ins Paradies. Und wir haben jetzt gehört in einem Vers, tretet ins Paradies eins durch das, was ihr getan habt. Ich möchte dazu ein Beispiel geben, ohne dass wir mit diesem Beispiel, sehr wichtig, mit diesem Beispiel machen wir keinen Vergleich zu Allah Ta'ala, aber wir möchten eine Bedeutung deutlich machen. Stellt euch vor, ihr seid ein älterer Bruder oder ein Vater eines Kindes. Oder stellt euch das Bild vor, ein Vater sagt zu seinem jungen Kind, mein Kind, wenn du spendest, dann kaufe ich dir, wenn du morgen Geld spendest, dann kaufe ich dir am Ende des Tages ein richtig schönes Geschenk. Und das Kind freut sich schon, ja, das wird morgen auf jeden Fall spenden. Und dann kauft mein Papa mir ein Geschenk. Das Kind geht schlafen und der Vater geht zur Tasche des Kindes oder zur Jacke des Kindes und legt Geld rein. Das Kind am nächsten Morgen geht raus, greift in die Taschen, findet das ganze Geld und spendet. Und kommt am Abend zurück und sagt, Papa, ich hatte alles, was ich hatte, habe ich gegeben als Spende. Und der Vater kauft ihm das Geschenk. Aber wie war das Kind in der Lage zu spenden? Weil der Vater ihm das Geld gegeben hatte. Und das Kind hat einfach nur gesagt, ich habe gespendet, was ich hatte. Das hatte es ja. Aber von wo kam dieses Geld? Der Vater hat es dem Kind möglich gemacht, überhaupt spenden zu können. Hat es aber am Ende trotzdem dafür belohnt. Und das ist die Bedeutung dieses Verses. Allah Ta'ala gibt uns die Möglichkeit, das Gute zu tun. Es ist seine Gnade uns gegenüber, dass er uns ermöglicht, dass er uns darin bestärkt, dass wir das Gute tun können. Und am Ende obliegt es auch alleine ihm, durch seine Gnade uns ins Paradies einzulassen. Das heißt, unsere Taten sind abhängig der Gnade Allah Ta'alas uns gegenüber. Der Eintritt ins Paradies ist abhängig von der Gnade und der Barmherzigkeit Allah Ta'alas uns gegenüber. Das heißt, was ich tue, hat natürlich Einfluss. Es ist wichtig, was ich tue, weil damit baue ich meine Beziehung zu Allah Ta'ala auf. Damit beweise ich mir selbst und Allah Ta'ala, ich bin wirklich ein Diener. Ich meine es ernst. Und deswegen prüft Allah Ta'ala die Menschen, damit sie unter Beweis stellen, sie glauben wirklich an Allah. Sie haben wirklich eine Beziehung zu Allah Ta'ala. Aber am Ende bringt uns das, erwirbt uns das nicht das Anrecht auf das Paradies, nein. Weil dann würden wir über Gerechtigkeit sprechen. Und Gerechtigkeit bedeutet, es gibt eine Abrechnung. Guck mal, ich habe dir so und so viel geliefert, du hast mir so und so viel geliefert, wir rechnen mal aus. Und dann sagt Allah Ta'ala, guck mal, was ich dir alles möglich gemacht habe mit meiner Gnade. Dann zahl mal zurück ein bisschen davon und man wird merken, man kann nichts davon zurückzahlen. Und deswegen ist es der Gnade Allah Ta'alas, von der Gnade Allah Ta'alas absolut abhängig, ob wir ins Paradies eintreten. Unsere Taten sind nur Werkzeuge, mit denen wir unseren Glauben schulen und aufbauen, mit der wir die Beziehung zu Allah Ta'ala aufbauen. Und deswegen gibt es die Geschichte, die immer so tradiert wird, von einem rechtgeleiteten Mann. Und dieser rechtgeleitete Mann stirbt und sein Freund, der ebenso rechtgeleitet ist, sieht ihn im Traum und fragt ihn, und wie war das Treffen mit deinem Herrn?
Und dieser Mann sagt, es war ein schönes Treffen. Und dann sagt sein Freund ihm in dem Traum, wie war denn das Gespräch? Erzähl von dem Gespräch. Und dann sagt er, Allah Ta'ala fragte mich, womit bist du gekommen? Und ich sagte ihm, oh Allah Ta'ala, ich bin dein Diener. Und ein Diener besitzt nichts. Ich bin also mit nichts gekommen, außer dem Glauben an dich. Und dann hat Allah Ta'ala mich durch seine Barmherzigkeit ins Paradies eintreten lassen. Das heißt nicht, dass wir nichts tun sollen. Das heißt nicht, dass dein Handeln unnütz ist. Nein. Denn dein Handeln ist der Weg zu Allah Ta'ala. Dein Handeln ist, dir etwas im Paradies bauen zu können. Aber dein Handeln berechtigt dich nicht auf das Paradies. Denn es ist die Gnade Allah Ta'ala, die dich ins Paradies bringt. Warum? Weil Allah Ta'ala dir das Handeln doch erst möglich gemacht hat. Allah Ta'ala hat dich doch erst erschaffen auf der Art und Weise, wie er dich erschaffen hat. Hat er die Augen, die Nase, den Mund, die Hände, die Füße, den Körper, den Verstand, die Vernunft, das Herz, die Seele. All das hat Allah Ta'ala dir gegeben in seiner Gnade. Und deswegen sagt Allah Ta'ala immer, oder deswegen sagt Allah Ta'ala im Koran auch, وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. Und meine Barmherzigkeit übersteigt alles. Und ich werde ihnen den Gottesehrfürchtigen zuschreiben. Oder Allah Ta'ala sagt in einem anderen Vers, وَإِنِّي لَغَفَارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. Und wahrlich, ich bin dem gegenüber vergebend, der um Vergebung sucht, der das Gute tut und dann rechtgeleitet seinen Weg beschreitet. Und Allah Ta'ala sagt über sich, Und wahrlich, Allah ist der Allvergebende, Barmherzige. Und in einem Hadith bei Muslim 2758 heißt es, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam überliefert, über seinen Herrn, also über Allah Ta'ala, deswegen ist das ein Hadith Qudsi, dass ein Diener zu Allah Ta'ala bitten wird und sagen wird, O Allah, vergib mir meine Fehler. Und Allah Ta'ala wird sagen, mein Diener hat einen Fehler begangen, eine Sünde begangen. Dann hat er verstanden, dass er einen Herrn hat, der die Sünde vergibt und bestraft. Ich vergebe ihm. Und dann begeht er diese Sünde nochmal, der Diener, und sagt, O mein Herr, bitte vergib mir. Und Allah Ta'ala sagt wieder, mein Diener hat sich mir zugewandt, also mein Diener hat einen Fehler gemacht und weiß, dass er einen Herrn hat, der die Sünde vergibt und bestraft. Ich vergebe ihm. Und das wiederholt sich 3 oder 4 Mal. Es gibt beide Überlieferungen, dass es 3-mal war oder 4-mal dieses Gespräch. Und beim 4. oder 3. Mal sagt Allah Ta'ala, O mein Diener, tu, was du möchtest, ich schenke dir die Vergebung. Heißt das, dieser Mann hat einen Freifahrtschein und kann jetzt alle Fehler machen? Nein, das heißt, Allah Ta'ala hat diesem Menschen gesagt, deine Ehrlichkeit mir gegenüber ist angekommen, du glaubst an Allah Ta'ala und hast verstanden, du bist verantwortlich und bittest bei Fehlern um Vergebung und du wirst wenn du die Vergebung suchst, wirst du sie finden bei Allah Ta'ala. Und deswegen gibt es eine Weisheit, die wird Rabi al-Adawiyah zugeschrieben, in der es heißt, O Allah, ich habe dich nicht wahrlich angebetet, als ich das Paradies wollte und fliehen wollte vor dem Höllenfeuer. Doch wahrlich habe ich oder wahrhaftig dir zu dienen begonnen habe ich, als ich verstanden habe,
dass du derjenige bist, der es berechtigt ist, angebetet zu werden. Und Allah Ta'ala sagt deswegen, وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. Allah Ta'ala hat alles erschaffen und was ihr tut. Das heißt, alles kehrt zurück, hat seinen Ursprung in der Gnade Allah Ta'alas. Und in diesem Bild müssen wir diese Weisheit verstehen. Wer sich nun auf seine Taten verlässt und glaubt, er hat damit etwas geschaffen und deswegen steht ihm Belohnung zu, der muss seine Beziehung zu Allah Ta'ala überdenken, denn er muss verstehen, was er tut, tut er nur, weil die Gnade Allah Ta'alas es ihm zulässt. Und deswegen soll der Mensch aber auch nicht seine Hoffnung verlieren, wenn er Fehler tut, denn wie wir gehört haben, Allah Ta'ala sagt, وَأَنَّ اللَّهَ und wahrlich Allah ist, der Allvergebende, Barmherzige. Das heißt, wenn wir die Fehler tun, verfallen wir nicht in absolute Verzweiflung und sagen, oh, was habe ich getan? Oh nein, oh Hilfe, die Welt geht unter. Sondern ich weiß, ich kann zurückkehren zu einem Herrn, der mich freudig erwartet, um mir zu vergeben, weil ich mich ihm zuwende. Das war die erste Weisheit. Kommen wir zur zweiten Weisheit. In der zweiten Weisheit heißt es, Iradatuka al-tajrida ma'a iqamatillahi iyaka fil asbabi min al-shahwatil khafiyya. Wa iradatuka al-asbaba ma'a iqamatillahi مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمم عن الهمة العليا لا عن الهمة العالية. Grob übersetzt, dein Wunsch nach dem Unbedarft der Mittel, wenn Allah Ta'ala dich in die Welt der Mittel gesetzt hat, ist Teil der geheimen Begierde. Dein Wunsch nach den Mitteln der Welt, wenn Allah Ta'ala dich in die Welt unbedarft der Mittel gesetzt hat, ist Niedergang der tiefen Hingabe und hohen Eifers. Das klingt ein bisschen komplex. Ich habe es mal versucht, modern umzuformulieren, wenn man das so sagen darf. Dein Wunsch nach dem Unbedarf der materialistischen Welt, während Allah Ta'ala dich in diese materialistische Welt gesetzt hat, ist Teil der geheimen Begierde. Das ist der erste Teil. Dein Wunsch nach der materialistischen Welt, während Allah Ta'ala dich in die Welt des Unbedarfs ihrer gesetzt hat, ist Verfall der tiefen Hingabe und des hohen Eifers. Das klingt nach viel. Was bedeutet das alles? Dazu müssen wir verstehen, was die einzelnen Begriffe bedeuten. Was heißt Begierde? Was heißt, ist Teil der geheimen Begierde? Was heißt Begierde? Begierde heißt, sich den inneren Trieben und Neigungen hinzugeben. Es ist das, was man sagt auf Arabisch, die Shahwa. Die Shahwa sind diese inneren Triebe und Neigungen, die dich dazu motivieren, die dich dazu bewegen, etwas zu tun, etwas zu machen. Und sie werden hier die geheimen bzw. die verborgenen Begierden genannt. Warum sie geheim und verborgen sind, dazu kommen wir gleich. Und wir machen das mal an einem Beispiel, um es ein bisschen deutlicher zu machen. Ich mache mal direkt ein Beispiel, damit vielleicht die Bedeutung dieser Weisheit deutlicher wird. Stellt euch vor, Allah Ta'ala hat einen Menschen, eine Person, einen Mann, nehmen wir jetzt einen Mann in der Rolle, als Familienvater bestimmt. Also Allah Ta'ala hat gesagt, diese Person bekommt so und so viele Kinder, er hat eine, alhamdulillah, rechtschaffende Frau und der Mann ist ebenso rechtschaffen. Die beide sind rechtschaffen und Allah Ta'ala hat sie mit Kindern gesegnet. Wir reden jetzt über diesen Vater in dieser Familie. Allah Ta'ala hat bestimmt, dass dieser Mann der Vater ist. Dass er die Verantwortung hat. Dass er
gewisse Verantwortungsbereiche gegenüber seiner Familie hat, wie er muss sie versorgen. Nun, in diesem Beispiel kann die Person sagen, Allah Ta'ala sagt im Koran, wie geht nochmal der Vers? Fatabu an Allahi Rizqa. Und erwartet eure Versorgung bei Allah Ta'ala. Der Mensch sagt jetzt, ich erwarte meine Versorgung bei Allah Ta'ala. Allah Ta'ala versorgt mich. Ich sitze jetzt hier zu Hause und mache nichts. Allah Ta'ala wird mir die Versorgung schon schicken. Ich bin ein rechtschaffener Mensch. Ich mache meine 5 Gebete in der Moschee. Ich widme mich immer dem Gottesgedenken. Allah Ta'ala wird mich versorgen. Ich gebe mich einfach Allah Ta'ala hin. Ich habe volles Gottvertrauen. Allah Ta'ala wird mich versorgen. Das ist der erste Fall, indem der Autor hier sagt, dein Wunsch nach dem Unbedacht der materialistischen Welt, während Allah Ta'ala dich in der materialistischen Welt gesetzt hat, ist Teil der geheimen Begierde. Was bedeutet das denn jetzt im Fall? Warum geheime Begierde? Weil der Autor hier sagt, dieser Mann, dieser Familienvater, der zu Hause bleibt, der bleibt nicht zu Hause auf reinem Gottesvertrauen. Er bleibt zu Hause, weil er faul ist. Er bleibt zu Hause, weil er bequem sein möchte. Weil Allah Ta'ala uns beigebracht hat, wir sollen die Dinge in ihren Zusammenhängen verstehen. Al-Akhd bil-Asbab. Die Dinge bei ihren Voraussetzungen zu nehmen. Wie zum Beispiel, wenn ich meine Familie versorgen möchte, dann brauche ich dazu Geld. Um an Geld zu kommen, muss ich arbeiten. Um arbeiten zu können, brauche ich eine gewisse Form von Ausbildung. Diese Sinnzusammenhänge, so läuft die Welt. Und so muss ich auch verstehen, dass die Welt läuft. Ich kann mich nicht von dieser Welt komplett loslösen und sagen, ich mach mir eine eigene Welt. Sondern ich lebe in dieser Welt. Und in dem Moment, wo ich in dieser Welt lebe, muss ich verstehen, dass ich in ihr lebe. Ich muss mit ihr umgehen, dieser materialistischen Welt, die aus Dingen besteht. Ich kann eine Familie nicht mit Luft versorgen. Und zu sagen, ich verlasse mich nur auf Allah Ta'ala und mache dafür aber nichts in diesseits, im Sinne außer der gottesdienstlichen Dienste, reicht nicht aus, weil Allah Ta'ala mir die Pflicht der Versorgung gegeben hat. Allah Ta'ala hat es mir doch zur Aufgabe gemacht, diese Familie zu versorgen. Und deswegen heißt es hier der geheimen Begierde. Warum? Im ersten Anschein sieht es so aus, Mann, ist das ein gottesfürchtiger Mensch, der verlässt sich komplett auf Allah Ta'ala. Aber im Inneren, verlässt er sich wirklich ganz auf Allah Ta'ala oder ist es so ein bisschen die Faulheit? So ein bisschen auch die Ignoranz der Verantwortung, also dem Nicht-Nachkommen der Verantwortung, die Allah Ta'ala ihm gegeben hat. Und deswegen nennt der Autor es die geheime Begierde, weil sie nicht direkt offenkundig als diese Begierde bekannt ist. Man merkt nicht sofort, man würde ihm nicht sofort das Böse vorwerfen. Und das wollen wir gar nicht. Wir wollen nur beschreiben, ist das wirklich absolute Gottesfurcht, Ehrfurcht und sich auf Allah Ta'ala verlassen, sich von dieser Dunya loszusagen? Oder müssen wir lernen, mit der Dunya zu leben? Und der Autor möchte uns hier sagen, lerne mit der Dunya zu leben. Wenn du dich komplett von ihr loslöst und dich nur auf Allah Ta'ala verlässt, das funktioniert nicht, weil Allah Ta'ala dich in diese Dunya gesetzt hat. Allah Ta'ala hat bestimmt, du hast gewisse Verantwortungsbereiche in deinem Leben. Und diese Verantwortungsbereiche, in die Allah Ta'ala dich gesetzt hat, die kannst du nicht verneinen. Und die sind gebunden an die Dunya. Die sind gebunden an diese materialistische Welt, an das Hier und Jetzt, in dem du jetzt gerade lebst. Und denen musst du gerecht werden, den kannst du nicht entfliehen, indem du sagst, ich ziehe mich zurück in den Wald. Du kannst immer sagen, ich ziehe mich zurück in den Wald und das steht dir zu. Aber in der Welt, in der du lebst, hast du gewisse Verantwortungsbereiche gegenüber den Menschen, gegenüber der Gesellschaft, in der du lebst, gegenüber deiner Familie. Jeder von euch
ist ein Schäfer und jeder von euch hat Verantwortung für seine Schafe. Anders formuliert, jeder von euch hat Verantwortungsbereiche gegenüber, er hat Verantwortungsbereiche, die er zu erfüllen hat. Zurück zum Beispiel dieses Vaters, er hat die Verantwortung, seine Familie zu versorgen, also muss er sie versorgen. Deswegen geht es hier um Verständnis dieser Weisheit um Folgendes für uns praktisch gesehen. Wir müssen uns die Frage stellen, in welche Verantwortungsbereiche hat Allah Ta'ala uns gesetzt? Denn diese Verantwortungsbereiche, was machen sie uns deutlich? Sie machen uns deutlich, inwieweit wir dieser materialistischen Welt, der Dunya, Zeit geben. Denn der Autor bleibt nicht nur bei dem Fakt, du darfst dich der Dunya nicht lossagen, du musst mit der Dunya irgendwie umgehen, er sagt aber auch gleichzeitig, wer sich nur in der materialistischen Welt befindet, während Allah Ta'ala dich dessen unbedürftig gemacht hat, dessen tiefe Hingabe und voller Einsatz für Allah Ta'ala nimmt ab, was bedeutet das? Das bedeutet, liebe Geschwister, nehmen wir das Beispiel von Geld. Allah Ta'ala hat bestimmt für einen jeden Menschen die Masse, die er in seinem Leben inshallah verdienen wird. Aber diese Masse, die fällt nicht wie Regen vom Himmel, sondern dafür müssen wir arbeiten. Wir müssen sie uns langsam und sicher immer nehmen. Wenn ich nichts nehme, ist dieses Bestimmte für mich bestimmt gewesen, aber ich habe es nicht genommen. Ein Beispiel, ohne dass wir einen Vergleich zu Allah Ta'ala machen. Ich sage zu einem, oder jemand sagt zu mir, hier, ich habe hier 10.000 Euro, du kannst dir jeden Monat 1.000 abholen. Ich kann hingehen und jeden Monat sie mir abholen. Und ich kann sie nicht abholen. Und dann sterbe ich und ich habe es nicht abgeholt. Dieses Geld stand mir zu, ich habe es aber nicht geholt. Aber ich kann hingehen und sagen, gib mir, ich will alles nehmen. Dann sagt, nein, nein, du kriegst jeden Monat nur 1.000. Das heißt, egal was ich tue, ich kriege nicht mehr als diese 1.000 pro Monat. Ich kann diesen Weg 5-mal im Monat gehen, ich bekomme trotzdem nur diese 1.000. Das heißt, wie viel ich tue, wie viel ich mache, wird nichts an der Masse ändern, das mir zusteht. Aber ich muss etwas machen, damit ich etwas davon bekomme. Ich tauche also insoweit in diese materialistische Welt ein, inwieweit ich es muss und es notwendig ist. Aber darüber hinaus brauche ich es nicht, weil Allah Ta'ala mich versorgt. Ich arbeite also so viel, wie ich muss und so wenig, wie ich muss. Damit die anderen Verantwortungsbereiche in meinem Leben Platz haben. Die Erziehung der Kinder, die eigene Spiritualität und Religiosität, die Gesellschaft, meine Nachbarn, meine Freunde, mein Vater, meine Mutter. All das sind Verantwortungsbereiche in meinem Leben. Deswegen, ich finde für mich raus, was sind meine Verantwortungsbereiche. Und über die Verantwortungsbereiche verstehe ich, wie viel Zeit ich gewissen Dingen in der materialistischen Welt geben muss. Bin ich ein Vater, bin ich eine Mutter, bin ich ein Sohn, bin ich ein Arbeiter, bin ich ein Versorger, bin ich ein Zweitversorger, was bin ich? Diese Verantwortungsbereiche machen mir deutlich, inwieweit ich gewisse Dinge tun muss. Denn mehr anzustreben, als das man braucht, brauchen wir nicht. Denn Allah Ta'ala versorgt uns am Ende, solange wir uns darum bemühen. Binde das Kamel fest, heißt es in einem Hadith, binde das Kamel fest und vertraue auf Allah Ta'ala. Tue etwas und vertraue dann. Aber vertraue nicht einfach blind, ohne in der Welt, in der du lebst, die auch zu Sinnzusammenhängen besteht, dafür etwas zu tun.
Um das Beispiel oder um das noch ein bisschen ausführlicher an einem Beispiel deutlich zu machen. Stellt euch vor, wir haben eine Gruppe von Menschen, die geht auf Hajj. Allah Ta'ala hat sie zu sich eingeladen auf Hajj und möge Allah Ta'ala die Erschwernis, die die Umma im Moment betrifft, von uns nehmen und von allen Menschen und von der Gesamtheit der Welt und möge Allah Ta'ala die Toren und Türen von Mekka und Medina bald für alle Menschen wieder öffnen. In diesem Sinne, es gibt eine Gruppe, die hat Allah Ta'ala eingeladen zu Hajj. In dieser Gruppe haben wir den normalen Teilnehmer. Wir haben in dieser Gruppe Ärzte, denen Allah Ta'ala medizinisches Wissen gewährt hat und damit auch die Verantwortung der medizinischen Versorgung. Derjenige jetzt, der hinkommt, einfach nur ein Teilnehmer ist. Der kann seine gesamte Zeit investieren, um Tawaf zu machen, um die Kaaba zu laufen, um Allah Ta'ala zu bitten, um den Koran zu lesen, um Gott zu gedenken, um zu beten. Er kann diese Zeit nutzen und muss sie nutzen für Allah Ta'ala. Er ist nicht gekommen zum Shoppen, noch für die ganzen anderen verrückten Dinge, die wir da immer sehen, sondern er hat die Priorität. Seine Verantwortung jetzt ist, widme dich dir und deiner Beziehung zu Allah Ta'ala. Jetzt ist der Arzt da. Der Arzt, dem hat Allah Ta'ala die Verantwortung gegeben, widme dich mir, deiner Beziehung zu Allah Ta'ala, aber widme dich auch den Kranken in deiner Gruppe. Automatisch bedeutet das in Zeit gedacht, der Arzt muss ein wenig seiner Zeit, die er investieren könnte, im Aufbau der Beziehung zu Allah Ta'ala, muss er investieren in der Versorgung der Kranken, weil Allah Ta'ala es von ihm so bestimmt. Und in dem Moment, wo er das so tut, tut er einen Gottesdienst, tut er etwas Gottesgefälliges, weil er der Verantwortung gerecht wird, die Allah Ta'ala ihm gegeben hat. Aber beide Seiten machen dasselbe, sie machen Hajj. Aber der eine, dessen Priorität ist nur eins, kümmere dich nur um dich und deine Beziehung zu Allah Ta'ala, und der andere hat auch noch die Verantwortung bekommen, sich um die Kranken zu kümmern. Daraus entsteht also, und das ist das, was die Weisheit uns sagen möchte, tauche insoweit in diese materialistische, in diese Dunya ein, wie es deine Verantwortungsbereiche von dir erfordern. Vergiss aber nie, die Dunya und die materialistische Welt ist ein Mittel zum Zweck, nur ein Mittel zum Zweck, gib dich ihr nur so weit hin, wie du es brauchst. Sage nicht, diese materialistische Welt ist alles, was ich brauche, ich muss das und ich muss das und ich muss noch mehr und ich muss noch mehr, und blende dabei aus, dass Allah Ta'ala gesagt hat, dass er der Versorger ist, dass in seiner Hand die alle Angelegenheiten sind. Und der passende Vers dazu ist, der uns ein Maßstab sein soll, in Sura 17, Vers 25, فَبْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ رِزْقًا. Und erwartet eure Versorgung bei Allah Ta'ala. Tue und dann erwarte deine Versorgung auf Allah Ta'ala. I'atal wa tawakkal. Binde dein Kamel fest und dann verlasse dich auf Allah Ta'ala. In diesem Sinne ist diese Weisheit zu verstehen. Das heißt für mich und euch und uns alle praktisch gesehen, was bedeutet das? Weil lasst uns das mal praktisch reflektieren. Das bedeutet für mich, ich muss ein Bewusstsein darüber haben, was sind meine Verantwortungsbereiche. Ich muss verstehen, dass dieser Verantwortungsbereich gerecht zu werden, eine Pflicht ist, die hat Allah Ta'ala mir auferlegt, in dem Moment, wo er mich in diese Verantwortungen gesetzt hat, weil er durch seine Gnade beschlossen hat, dass ich ein Vater werde, dass ich eine Mutter werde, dass ich ein Bruder bin, dass ich ein Sohn bin, dass ich eine Tochter bin, dass ich eine Schwester bin. Und all das kommt mit Verantwortungen.
Diese Verantwortungsbereiche sind Verantwortung. Und um diesen gerecht zu werden, muss ich mit der Welt, in der ich lebe, eine Beziehung haben. Ich muss in der materialistischen Welt, ich muss mich dem Geld, den schönen Dingen, der Dunya, diesem Vergänglichen, mit dem muss ich mich auseinandersetzen, weil es Teil meiner Verantwortung ist, dem gerecht zu werden. Aber nie sollte das für mich das Ziel sein. Nie sollte diese materialistische Welt das Ziel sein. Noch sollte ich glauben, diese materialistische Welt liegt mir zu Füßen, so wie ich es will. Nein, sie liegt dir insoweit zu Füßen, wie Allah Ta'ala es durch seine Gnade für dich bestimmt hat. Heißt, dein Rizq, das, was wir beispielsweise als Geld am Ende verdienen, steht fest. Die Summe steht fest, du musst es dir nur holen. Aber jemandem, den 1 Million in seinem Leben zusteht, der wird nie mehr als 1 Million in seinem Leben bekommen, außer durch die Gnade und Ausnahme Allah Ta'alas. Aber Allah Ta'ala hat es festgesetzt. Und deswegen verlassen wir uns auf Allah Ta'ala, dass wenn wir etwas tun, die Antwort von Allah Ta'ala kommt. Und Allah Ta'ala die Versorgung so bringt, wie sie gedacht ist für uns. Und das heißt, wir befinden uns in einer Waage. Und diese Waage ist es, die wir uns merken müssen. Die wir nehmen und die nehmen wir in unseren Alltag auf, die Waage von Eintauchen in die materialistische Welt und das sich Verlassen auf Allah Ta'ala und Loslösen von der materialistischen Welt. Auf der einen Seite muss ich arbeiten und Geld verdienen. Auf der anderen Seite reicht die Arbeit, die meine Versorgung deckt, aus. Wenn 1.000 reichen, dann reicht es für 1.500 zu arbeiten. Dann muss ich nicht 5.000 oder noch mehr. Muss ich nicht. Kann ich. Solange ich den anderen Verantwortungsbereichen, die Allah Ta'ala mir gegeben hat, auch gerecht werde. Auch in meinem Hinblick, die Verantwortungsbereiche, die ich habe, sie müssen sich in einer Balance, im Gleichgewicht befinden. Jeder muss zu seinem Recht kommen. An erster Stelle immer Allah, der Erhabene, muss das Anrecht bekommen, dass wir ihm dienen, ihm Zeit widmen, dass wir den Koran rezitieren, dass wir die Gebete beten, dass wir ihm gedenken, indem wir das Gottesgedenken vollziehen, indem wir das Nachsinnen, den Tadabbur, über Allah Ta'ala machen und über unsere Beziehung zu ihm auch angehen. Das sind die praktischen Dinge, die wir aus dieser Weisheit gewinnen. Und an der Stelle sind wir mit den heutigen beiden Weisheiten an ihrem Ende. Und das war so eine Einführung. Und in der Form werden wir inshallah auch in der zukünftigen Zeit diese Auseinandersetzung mit den Weisheiten fortsetzen.